nur eine Frau am Steuer. Ich muss hier durch. Warum ist es auf einmal so dunkel? Ich dachte, das ist ja Brighton. Okay. Das ist dein Parkplatz? Willst du mich verarschen? Oh mein Gott. Bleib stehen! Hallo und herzlich willkommen. Wisst ihr was? It's my birthday! Ja, das auch. Aber wir spielen heute den Police Simulator. Und es kommt gar keine Musik und dann kommt epische Musik. Ich muss mein Öhrchen mal ein bisschen leiser machen. So. Einstellungen habe ich vorhin schon gemacht. Ah, wir sind weiblich. Und... okay. Ja, die hat puzzelige Haare. Das kommt mir am nächsten. So, das. Ja, wir machen einfach. Enter. Start. Liebe gibt das. Oh. Okay. Ich würde gerne. Wenn das Kennzeichen abgelaufen ist. Was? Wir sind Emma Davis. Schichtauswahl. Dies ist die Stadtteilübersicht, in der du deine nächste Schicht auswählen kannst. Du musst jede Woche 5 Schichten spielen. Du kannst pro Woche... Oh Gott, so viele Zahlen und Aufgaben. Du musst jede Woche 5 Schichten spielen. Du kannst pro Woche 4... Oh, Moment. Jede Woche 5 Schichten. Ich kann pro Woche 4 Tage frei nehmen. Heißt das, ich mache 5 Schichten an einem Tag? Das geht ab. Oder kann ich jetzt nicht rechnen? Oh, ich bin ein bisschen im Bild. So? Egal. Indem du R drückst, woraufhin du neue Schichten zur Auswahl erhältst. Ich drücke erstmal nicht R. So, das hier ist freigeschaltet. Möchtest du die Schichten dieser Woche in diesem Stadtteil ableisten? Ja. Neue Schicht verfügbar. Ein neuer Tag im Büro. Wirf einen Blick auf die verfügbaren Schichten. Wieso habe ich mir zum Geburtstag dieses Spiel ausgesucht? Na gut. Du kannst jede Woche bis zu 4 neue Schichten beantragen, indem du einen Tag Urlaub nimmst. Die Polizei schläft nie. Wir haben keinen Urlaub. Was muss ich machen? Auswahl, Legende, Hauptmenü, einen Tag Urlaub nehmen, mehr Spieloptionen, Stadtteil, warum jetzt? Auswählen. Auswählen? Auswählen? Okay. Brighton ist eine der größten Städte Franklins mit fast 500.000 Einwohner. Die Stadt wurde 1622 gegründet und gehört damit zu den ältesten Städten. Wieso ist das wichtig? Der Vereinigten Staaten. Die Hafenstadt wuchs im Laufe der Jahre so stark, dass sie ihr Stadtzentrum im Vergleich zu anderen Hafenstädten sehr weit ins Landesinnere verlagern musste. Aufgrund ihrer Größe zieht es täglich viele Bürger aus dem Umkreis in die Stadt. Zur Arbeit oder in der Freizeit. Was dafür sorgt, dass die Polizei hier immer etwas zu tun hat. Schichtinfos. Fußstreife. Tageszeit morgens. Schichtdauer. Oh, okay, ich weiß nicht, was gut ist, was nicht. Das Fahren mit gesprungener Frontscheibe ist ein Verkehrsverstoß. Okay. Okay. F. Schreibtisch verlassen. Stelle Strafzettel aus in North Point. Oh, ich weiß ja nicht. Irgendwie ist mir das ein bisschen nah dran. Hallo. Oh, ich kann dich ansprechen. Nee, du unterhältst dich schon. Ist schon gut. Ist alles okay. Hallo, Officer. Dies ist Ihr erster Arbeitstag und Ihre erste Schicht besteht darin, Strafzettel auszustellen. Halten Sie also nach Fahrzeugen Ausschau, die gegen Parkvorschriften verstoßen.
Seien Sie wachsam und zeigen Sie Präsenz, wenn Sie weitere Verstöße feststellen. Denken Sie immer daran, einen Anfangsverdacht zu haben, bevor Sie jemanden festhalten, und einen hinreichenden Verdacht mit genügend Beweisen, um jemanden zu verhaften. Nun, einige Tage laufen besser als andere, und denken Sie daran, dass jeder Tag anders ist. Viel Glück! Danke, Officer. Ich werde mir das merken. Okay. Hab ich Fusselhaare? Okay. Kann ich irgendwie rausgehen? Moment, wo? Ich habe doch gerade Sichtfeld. Verwendet das Sichtfeld bei der Fahrt in einem Fahrzeug der Verbindung? Nee. Die Reichweite des Sichtfelds? Ich habe nicht aufgepasst, wo es vorher stand. Nee. Ich glaube hier. Sichtfeld zu Fuß. Das ist es, oder? Das ist ein bisschen besser. Ist groß, ist fast so groß wie der Türrahmen. Kann ich das aufmachen? Wo bin ich denn hier? Oh, hallo. Ich will mit dir sprechen. Ich kann rennen. Hör auf zu rennen. Wo geht's denn? Ah, so. Deine erste Schicht. Willkommen an deinem ersten Tag als Officer in Brighton. Deine erste Aufgabe ist es, Strafzettel für falsches Parken auszustellen. Wenn du während deiner Schicht andere Verstöße feststellst, wie zum Beispiel Umweltverschmutzung oder unerlaubte Straßenüberquerung, oh Gott, da muss ich echt aufpassen, solltest du eingreifen. Halte die betreffende Person fest, frag sie nach ihrem Personalausweis und stelle ihr einen Strafzettel aus. Halte die Straßen von Brighton von Verkehrsverstößen frei. In der oberen linken Ecke findest du Uhrzeit, Datum und Dauer deiner aktuellen Schicht. Allen neuen Officers wird empfohlen, das Handbuch zu... Nein, ach Quatsch. Um zusätzliche Informationen über bestimmte Aufgaben zu erhalten. Du kannst über das Ausrüstungsrad auf den Polizeicomputer zugreifen, indem du... Weiß nicht, was es ist. Es ist Tab, glaube ich. Drückst, wenn dir das Spiel zu einfach oder zu schwierig erscheint, solltest du die Spieleinstellung ändern, um bestimmte Simulationsfunktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wir hatten in den letzten Tagen unzählige Anrufe wegen der Parksituation. Halten Sie die Augen offen, ja? Verstanden. Warum ist es auf einmal so dunkel? Ich dachte, das ist ja Brighton. Okay. Da. Kann ich hier fahrlos die... Straße überqueren. Ja, wie parkt ihr denn hier? Wie geht es Ihnen, Officer? Ja, danke, gut. Jemand hat dich gegrüßt. Wo? Hi. Alles gut. Einen schönen Tag noch. Ja, ich wollt mich bedanken. Jetzt, warum telefoniert sie denn? Hi. Ich hätte gern ein Pretzeldog. Das sieht gar nicht so schlecht aus. So. Heißt das? Nur ein Ballot. Und abgelaufen. Okay. Also grün ist okay, abgelaufen ist schlecht. Ich renne mal in die andere Richtung. Oh, kann ich hier Unfug machen? Kann ich springen? Nein. Ich möchte bitte hier Unfug machen. Da. Jeder kann ein Held sein. Du siehst verdächtig aus. Kann ich hier, vorhin war da ein... Moment. Interagieren? Womit kann ich interagieren? Nein. Da ist ja alles gut. Ist doch hier drin. Ich würde gern springen können. Diese Person hat gerade unerlaubt die Straße überquert. Wer? Der da? Oh, ich jetzt auch. Upsi. Aber ich bin die Polizei, ich bin das Gesetz, ich darf das.
Sicht- und Verhaltenspunkte. Verdiene mit deinen Handlungen im Spiel Punkte, Schichtpunkte, SP. Sind Belohnung, Verhaltenspunkte, CP, sind Strafen. Was? Zum Beispiel grundlos nach dem Ausweis fragen kostet dich sowohl SP als auch CP nach jeder Schicht. Was? So viel Infos? Womit du Dienststerne erhältst. Durch das Sammeln von genügend Dienststernen schaltest du Gegenstände und andere Fortschrittsgebiete frei. Okay. So, entschuldigen Sie, Sir. Sir. Ihren Ausweis bitte. Ja, fangen wir damit mal an. Klar, bitte sehr. Darf man das einfach so in Deutschland eigentlich tun? So, ja, ja, sieht so aus. Waffenschrein, ja. Okay. Achso, ihr seht wieder nichts. Er ist Organspender. Bringt ihn um. Nein. Ich rieche Heiko. Jetzt ist aber jetzt vorbei. Behalte deine Intuitionsnachrichten im Auge. Du darfst jetzt ihn und sein Fahrzeug durchsuchen. Er hat kein Fahrzeug, der läuft hier. Weil du das Intuitionsmerkmal riecht nach Alkohol erhalten hast. Ich darf ihn durchsuchen. Ich werde mit der Durchsuchung fortfahren. Bitte kooperieren Sie. Oh Gott, bitte kooperiere. Ich weiß nicht, ob ich eine Waffe habe und ob ich das überhaupt möchte. In Brighton ist der Besitz von bis zu 28 Gramm Cannabis erlaubt. Okay. Und er hat 7. Er hat 7 und einen Fidget Spinner, ein Taschenbuch, Plastik. Okay. Verkehrsanweisungen geben. Zivilpersonen anweisen, den Fußgängerweg im Notfall. Achso, den Verkehr zu lenken. Nein. Ich bestrafe deinen Verstoß. Du bist nämlich über Rot gegangen. Nicht, dass ich das getan hätte. Nachdem du Beweise für einen begangenen Verstoß gefunden hast, kannst du an die Bestrafung gehen. Stelle entweder einen Strafzettel aus, belasse es bei einer mündlichen Verwarnung oder verhafte sie für schwere Straftaten. Du kannst Verstöße nacheinander ahnden oder sie auswählen, um alle Verstöße auf einmal zu ahnden. Selbst nachdem du einer Person Handschellen angelegt hast, kannst du noch weitere Verstöße ahnden oder Vorwürfe vorbringen. So, also, du hast die Straße unerlaubt überquert. Wir sind ja jetzt nicht in Deutschland. In Deutschland wäre jetzt schon direkt so hier, ne, ist vorbei. Und gerade mit Hubert in der Tasche. Aber ich bin jetzt mal nett. Ich werde Sie diesmal nur mündlich verwarnen. Vielen Dank, Officer. Der hat so gruselige Augen. Ich habe Angst, dass er mir sonst was tut. Bestimmte Interaktionen mit Fußgängern und Fahrzeugen, wie das Überprüfen eines Personalausweises oder das Fokussieren eines Kennzeichens, erzeugt einen Eintrag im Polizeicomputer. Unter bisherige Begegnungen findest du alle Identitätsdaten der aktuellen Schicht. Oh Mist, das war schon wieder zu viel Text für mich. Polizisten sollten den Polizeicomputer umfassend nutzen, da sie dort zusätzliche Informationen finden, die nicht auf Ausweisen oder Nummernschildern vermerkt sind. Auf den Polizeicomputer kann man mit C, ich dachte über Tab, das Ausrüstungsrad zugreifen. Okay, ja, dann ist jetzt vorbei. In Ordnung. Sie können dann gehen. Schönen Tag noch. Ich habe ja schon den Ausweis gefragt. Ist das Tab? Tab? Ah, guck mal. Nein, das machen wir nicht. Nein, das machen wir nicht. Polizeihandzeichen. Um Verkehrsstaus aufzulösen und einen besseren Verkehrsfluss bei Notfällen zu gewährleisten. Oh Gott, da wäre ich ja. Also, der wäre ganz schlecht da. Wie komme ich da wieder raus? So, okay. Oh, warum ist das hier so angezeichnet? Weil man da nicht rein soll. Also, was machen wir? Wir gucken uns das Ganze an. Na, haha. Ich habe mein Gebiet verlassen. Ich muss zurück, sonst werde ich entlassen. Deine Schicht ist dein Einsatzgebiet zugewiesen. Strafpolizisten dürfen das Einsatzgebiet nicht verlassen. Oh, oh, oh. Ich komme. Ich bin gleich da. Ja, okay.
Ist ja alles gut? Okay. Schön, Sie zu sehen, Officer. Hallo. Was ist denn hier los? Ich sehe es doch. Ist das so? Oder sind die bei Grün noch gegangen? Was ist denn... Nee, ich will dich nicht ansprechen. Ich passe hier auf. So, aber du... Hier. Ey. Du bist hier einfach rübergegangen. Ich werde keinen Strafzettel ausstellen und es bei einer mündlichen Verwarnung belassen. Was ist mit der? Darf ich Ihren Ausweis sehen, bitte? Hier, bitte. Ja. Sah her, aber... Okay, ich lasse das mit dem Namen. Sie hat keinen Waffenschein, das ist schon mal gut. Aber warum siehst du so komisch aus? Moment. Arbeiten Sie bei der Durchsuchung bitte mit mir zusammen. Ja, irgendwas stimmt mit dir nicht. Münzen. Ich werde dich auch mal abtasten. Arbeiten Sie bei der Durchsuchung bitte mit mir zusammen. Aber darf sie betrunken durch die Gegend latschen? Sie hat ja jetzt nicht getrunken. Aber ich verwarne sie trotzdem. Ich belasse es bei einer mündlichen Verwarnung. Oh nein, das war falsch. Danke. Ja, okay. Schönen dann. Tag noch. Auf Wiedersehen. Du hast deinen ersten... Ja. Weil du dich bei deiner letzten Begegnung nicht richtig verhalten hast. Nach einer Begegnung kannst du I drücken und den Begegnungsbericht auf deinem Bordcomputer öffnen. In diesem Bericht findest du eine Zusammenfassung. Okay. Okay. Bleib hier. Ich habe das Gefühl, hier wird gut. Wer? Wo? Wo denn? Welche Person? Aber ich muss mal... Ach so, ich muss doch einen Strafzettel ausstellen. Aha, ich bin zu nett. No turn on red. Wird hier auch nochmal grün? Hat mal jemand gedrückt? Das habe ich früher mal gehasst, ne? Alle stehen an der Ampel und kein Schwan hat gedrückt. Jeder ist genervt, weil es nicht grün wird. Können wir jetzt mal? Hier ist grün, ihr könnt gehen. Hey, Officer. Ja, bitte. Hallo zurück. Oh, das ging halt schnell. Blinkzeichen. Dieses Fahrzeug hat kein... Mein Gott. Hat kein Blinkzeichen gesetzt. Du kannst die Winkerkelle benutzen, wenn du sie dabei hast. Ich glaube nicht. Ich kann ja noch tasern. Während Fahrzeugstreifen kannst du alternativ hinter das Auto fahren und das mittels Signalton anhalten. Ich habe kein Auto hier. Entschuldigung. Hier. Halt, 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 halt. 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 Hab ich. Habe ich das jetzt gemacht? Entschuldigung. Also, ja, dann nicht. Dann nicht. Ich guck mal weiter. Hier ist auch eine Ampel. Nö, dann guck mal weiter. Wann endet denn meine Schicht? Ach, hier war ich doch. La 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 la. Hat keiner gesehen. No parking. 8 bis 12. Wie spät haben wir denn? Wir haben gleich 12. Gleich. Gleich. Was? Verwende Handzeichen, um Fahrern Verkehrsanweisungen zu geben. Das habe ich eben versucht. Warten wegen Handzeichen verwenden. Kevin hatte. Ja. Gleich haben wir 12. Ah, nee, warte mal.
No parking. Ist heute Dienstag? Heute ist Montag. Verkehrsschilder verstehen. Nicht parken zwischen 8 und 12 Uhr am Dienstag. Am Dienstag. Heute ist Montag. Okay. Okay. Ist eine neue Sehenswürdigkeit entdeckt. Riesiger Kopf. Okay. Wusste nicht, dass das eine Sache ist. Sag mal, was benehmen die sich denn hier alle? Ich würde gern... Bin gleich wieder... Kann ich auch fahren? Ah ne, ich bin ja Fußstreif heute. Dann gehe ich jetzt einfach mal spazieren. Der steht nicht an einer... Ach, ich weiß nicht, ich will keine Punkte verlieren. Da kann das wäre ein Rucksack? Nein. Kommt hier so verdächtig auf die den Übergang über den. Na, wie heißt es denn? Du! Stehen bleiben, Polizei! So. Hey. Ich muss Ihren Ausweis sehen, bitte. Ja. Natürlich, Officer. Bitteschön. Bist du das? Ich weiß ja nicht. Die Person scheint nervös zu sein. Lassen Sie mich Sie bitte nach illegalen Gegenständen abtasten. Alles okay? Oh, plus 5. Es wurden keine Gegenstände gefunden. Ich muss Sie durchsuchen. Die ist nervös. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen. War das okay? Kein Abzug? Ein USB-Stick. Was ist da drauf? 14 Gramm, das ist noch okay. Aber du bist da drüber gegangen. Ich muss sie wegen unerlaubter Straßenüberquerung mit einem Bußgeld belegen. Das macht 25 Dollar. So viel für so eine kleine Sache? Ja. Klingt wirklich wütend. Ja, und jetzt? Kann ich dich jetzt laufen lassen? Hab ich doch schon. Ja. In Ordnung. Sie können dann gehen. Schönen Tag noch. I. Begegnungsbericht. Rechtmäßig. Das ist doch schön. Guck mal. Das ist rechtmäßig. Aber irgendwas... Dich auf deine Beweise verlassen und die Person aus dem richtigen Grund festgenommen. Ich nehme dich doch nicht fest. Komm ich wieder raus? Alska? Hallo! Ja? Na, ihr geht doch jetzt nicht wohl einfach rüber. Okay, sehr schön. Gucken wir mal weiter. Oh, was hier? Es ist immer noch nicht Dienstag, okay. Ist keine Parkuhr. Da sind, glaube ich, auch keine Parkuhren. Bin ich noch in meinem Revier? So eine neue Sehenswürdigkeit entdeckt. Pasta Vignetto. Du hast gerade eine Person dabei beobachtet. Oh, wir sehen die Öffentlichkeit der Alkoholtrank. Das sollte man hier auch einführen, finde ich. Boah, wer hasst mich jetzt? Höchste Zeit, die betrunkene Person festzuhalten und ihr zu zeigen, dass wir alle gute Vorbilder für die Jugendlichen sein sollten und dass exzessives Trinken, vor allem in der Öffentlichkeit, nicht richtig ist. Entscheide, ob du dieser Person einen Strafzettel ausstellen oder es bei einer mündlichen Verwarnung belassen willst. Wer denn? Ihr hier? Ja, wer denn von euch? Du liest ein Buch? Hä?
Könnte man das nicht oben mal auf diesem Kompass anzeigen? Wer? Wer denn? Ich bin blind, ich sehe es nicht. Ihr habt alle Glück, dass ich kein guter Kopf bin. Ja. Ich sehe nichts. Hier eigentlich reinlatschen? Nein. Interagieren? Was kann ich denn interagieren? Oh. Nee, parkt er nicht falsch. Wer? Da. Entschuldigung. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel wegen Umweltverschmutzung aus. Das macht $25. Warum ist das so teuer? Weil es die Umwelt ist, du Penner. Also, wenn hier so kommst, dann, ne? Okay, Officer. Bitteschön. Ja. Kein Waffenschein, das ist gut. Ja. Campos zu Yoshi. Du siehst nicht aus wie ein Campos zu Yoshi, aber gut. So. Alles in Ordnung. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Weiterfahren, ja. Ja, ruft jetzt direkt seine Mama an. So nicht. Umweltverschmutzung. Das sollte man viel mehr erklären und viel härter bestrafen. Ist das eine neue Sehenswürdigkeit? Ich würde da ganz springen können. Verlasse ich hier wieder mein Gebiet? Wahrscheinlich. Oh, kann ich hier runter? Kann ich in die U-Bahn? Ich habe mein Gebiet verlassen. Okay. Jetzt werde ich entlassen. Vor allem, weißt du? Eine Kirche. Kann ich in die Kirche? Kirchen sind voll interessant. Wer hat dir was weggeworfen? Du! Du hast hier die Umwelt verschmutzt. Das gibt einen Strafzettel für das Wegwerfen von Müll. Etwa $25 Bußgeld. Verwandt mit meinem. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Tja. Ihren so. Ausweis bitte. Hier ist er. Wütend. Ja. Ja. Bild ist gleicher Psycho wie der vor mir steht. Der sieht gruselig aus. Diese Augen sind das. Maluf, Haru, Yoshi. Wieso heißen die alle Yoshi? Ja, bist halt sauer, Schönen ne? Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Tja. Mir egal, wenn du jetzt beleidigt bist. Hey, Officer. Hallo zurück. Was ist mit dir hier? Was hast du denn getan? Was? Kann ich irgendwo sehen, was er getan hat? Ich muss Ihren Ausweis sehen, bitte. Bitte sehr, Officer. Kann ich das hier ausklappen? Nein. Irgendwas hast du gemacht. Lassen Sie mich Sie bitte nach illegalen Gegenständen abtasten. Ich habe da so ein Gefühl. Oh. Gut, alles gut. Einen schönen Tag noch. Ja, okay. Kann ich die Kirche jetzt mal gucken? Nein. Lalalala. Das ist ein Park. Oh, da gehen wir gucken. Wie komme ich da hin?
Weil ein Parkplatz da ist, bestimmt auch irgendwas mit Zahlen. Kommt keiner. Ah, schaff ich noch. Okay, hier rüber springen. Wird kein springen können. Was? Was zur Hölle war das gerade? Das habe ich mir doch nicht eingebildet, oder? Da, hier. Hallo? Hallo? Excuse me? Nein? Okay. Braucht ihr hier irgendwie Parkscheine oder sowas? Nee. Schade. Bis wann muss ich denn arbeiten? Jetzt bin ich wieder hier. Ach nee, hä? Okay. Ich bin einfach so rübergerannt. Okay, da ist schon wieder mein Gebiet zu Ende. Ich habe mein Gebiet nicht verlassen. Hier ist doch mein Gebiet, oder? Okay. Passiert aber auch nichts, ne? Passiert einfach nichts. Kann ja nicht mal einer irgendwie falsch parken. Ich jetzt hier so drücke, ne? Und dann Alt drücke, na, macht sie es jetzt nicht mehr? Da hat sie das nämlich mit dem Bein gemacht. Was ist denn die Alt-Taste? Was hier? Nichts. Nichts! Es ist einfach eine total langweilige Stadt. Ja, nee, sie gut. Kann jetzt gehen. Schönen Tag noch. Du hast nur hey gesagt. Ich, zumindest wirst du gegrüßt, ne? Gucken, ob hier irgendjemand den Park verschmutzt. Der sieht so aus. Ich habe auch total die Orientierung verloren. Ich weiß nicht mehr, wo ist meine Wache. Wo war ich? Hier war ich doch schon mal. Sind hier Eier drauf? Okay. Lalalala, hier ist alles in Ordnung. Officer Flauschi steht zu Diensten. Hier liegt Essen rum. Kann ich? Ich würde gern. Okay. Können wir ein Fahrrad nehmen? Ach komm schon. Warum denn nicht? Wo geht's denn wieder zum Revier? Haken einfach alle richtig. Oh, hier ist grün. Schnell rüber. Hallo, Entschuldigung. Da gilt das hier nicht. Ich hatte grün. Alter. Deine Schicht bei... Ja, deine erste Schicht als Officer in Brighton ist vorbei. Mach dich auf den Weg zurück zum nächstgelegenen Revier. Wo ist denn das? Auf dem Weg dorthin kannst du immer noch das Gesetz vertreten und dich um kleinere Vorfälle kümmern. Die Polizei von Brighton belohnt jedoch keine Polizisten, die ihre Überstunden zu sehr ausdehnen.
Ihre Schicht ist rum, da. Officer. Okay. Ah. Ihre Schicht ist um, Officer. Okay. Aha. Andrews Bakery. Okay. Mein Gott, bin ich sportlich. Ich renne den ganzen Tag. Die gesamte Schicht. Benimmt sich hier jeder, ne? Ich kann überhaupt nichts machen. In der ganzen Stadt zwei Umweltsünder und was war es? Zwei, drei Leute. Gut, ich habe da auch zwei nicht gesehen. Lalalala. Ich bin das Gesetz. Ich darf über Rot laufen. Bin mir immer noch nicht sicher, ne? Der parkt hier einfach so. Kann ich auch hier rein, bitte? Nee, okay. Ah, hätte ich hier einsteigen können? Ja, oh, der ist ja süß. Der ist ja so klein. Ja. Weg. Als Streifenpolizist hat man niemals wirklich dienstfrei. Tja, so ist das. Muss ich wieder an meinen PC oder? Ah, okay. Zusammenfassung. Was habe ich denn hier gemacht? Wieso? Okay. Das ist nicht richtig. Das weiß ich. Ich krieg fürs Grüßen Punkte. Ach, guck mal, das sollte es in echt auch geben, dass man für Freundlichkeit Punkte kriegt. Da würden Leute wahrscheinlich viel freundlicher sein. Ein neuer Tag im Büro. Ich habe gar nicht geschlafen. Wirf einen Blick auf die verfügbaren Schichten. Du kannst jede Woche bis zu 4 Schichten beantragen, indem du einen Tag Urlaub nimmst. Du hast das Fahrzeug freigeschaltet und jetzt und kannst jetzt Fahrzeugstreifen spielen. Bei der Fahrzeugstreife kannst du einfach in deinem zugewiesenen Einsatzgebiet fahren. Ja. Kann ich auch kürzer machen, bitte? So. Jetzt habe ich ja ungefähr gesehen, wie lange das so geht. Also wahrscheinlich genau so, was da steht. Den Schreibtisch verlassen, bitte. Quatsche mich wieder komisch an hier? Nee? Okay. Was ist denn hier? Eine Bank. Oh. Jetzt raus? Okay. An der Seite rausgegangen. Hallo Arthur. Jetzt, wo du einen Streifenwagen hast, halte dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung und die Verkehrsschilder. Ach du Scheiße. Wenn du es eilig hast, schalte das blaue Licht und das Martinshorn ein, um die Verkehrsteilnehmer auf den Polizeieinsatz aufmerksam zu machen. Setze deine Sirene ein, um Fahrzeuge vor dir anzuhalten. Da stand jetzt kein Knopf, wie das geht, oder? Oh. Lenkrad. Okay. Handbremse. Ja, Moment. Ich muss erstmal Autofahren lernen, ja? Bitte. Hier hinter mir ist nur mein Tacho. Blaulicht, Sirene, Hub 3, muss ich merken. Signalton anhalten. R. Scheinwerfer 4. 1, 2, 3 ist Hupe. R, Signalton anhalten. V, Kamera wechseln. Oh, ne, mit Sicherheit nicht. Nee. Okay. Oh, okay. Aber ich weiß nicht, wie ich blinken kann. Hahaha.
Dieses Fahrzeug hat keinen Blinkersitz. Wenn du im Streifenwagen... Indem du Signalton, normalerweise versucht der Fahrer daraufhin eine Parkmöglichkeit zu finden. In manchen Situationen, zum Beispiel wenn du die Sirene benutzt hast, kann der Fahrer das Fahrzeug auch genau dort zum Stehen bringen, wo er ist. Entschuldigung. Warum? Entschuldigung, hallo. Hallo, beweg dich. Was ist denn dein... Fahr! Guck dir mal, wie der qualmt. Oh mein Gott. Jetzt will ich den erst recht kriegen. Weiß nicht, wie das passiert ist. So. Jetzt ist aber... Der andere ist mir leider entwischt. Hallo. Ich würde gern... Oh Gott, nein. Nimm die Waffe weg. Das wollte ich nicht. Ja. Entschuldigung. Ja, gesprungene... Hat er? Hat er nicht. Wer hat Abfall weggeworfen? Ich bin überfordert. Da hinten. Ja, du bleibst mal hier, okay? Ich brauche hier ein Erfolgserlebnis. Entschuldigung. Sie haben hier Abfall weggeworfen. Das ich muss Sie gibt wegen Umweltverschmutzung mit einem Bußgeld belegen. Das macht 25 Dollar. Warum ist das so teuer? Ja, weil du die Umwelt verschmutzt hast und weil du so frech bist, zeigst du mir jetzt deinen Ausweis. Ja, wirklich traurig zu sein. Oh, ist traurig. Ja, weil du die Umwelt verschmutzt hast. Wo ist denn ihre Brille? Okay. Alles in Ordnung. Gut. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Ja. So, und jetzt hier zu dir. Entschuldigung, ich würde gerne mit Ihnen interagieren. Mit dir könnte ich auch nicht interagieren? Ja gut, weißt du was? Dann hast du halt Glück gehabt. Oh Gott, wo muss ich denn hin? Ja, ist doch noch okay hier, ne? Ich habe mich hier doch eingefädelt. Das ist aber auch nicht so gut, was du hier machst, ne? Ja. Ich habe selber nicht geblinkt, aber ich kann doch gar nicht blinken. Grün. Hallo. Wer? Oh, Entschuldigung. Ja. Dann nicht. Ist das der von vorhin? Oh Gott. Oh, Motor zu laut. Der Motor dieses Auto... Dieses Auto, nicht dieses Autos, ist zu laut. Du kannst die Winkerkelle benutzen, wenn du sie dabei hast. Habe ich nicht. Während Fahrzeugstreifen kannst du alternativ hinter das Auto fahren und es mittels Signalton zum Anhalten bewegen. Entschuldigung. Ich müsste hier mal bitte... Es geht doch um dich hier, ne?
Entschuldigung, ich bin Polizei. Ich darf... Oh, da, da, da. Das ist Fahrerflucht hier. Also, irgendwie funktioniert das hier nicht so richtig. Ach, Signalton anhalten ist R. Ich vergaß, okay. Was ist denn mit euch hier? Warum fährt denn hier keiner? Wahrscheinlich, weil hier rot ist, aber... Oh, oh, ah. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Darf ich bitte durch? Blonde Frau am Steuer, ich muss hier durch. Ich bin jetzt ganz brav, ich fahre ganz vernünftig hier. Ich halte bei Rot an. Ich könnte mal mein Signaldings hier ausmachen. Ist doch okay. Oh, grün. Sind mir ein bisschen zu viele Ampeln. Speed kills. Dieses welches Fahrzeug? Wo? Wo? Du. Professionelle Polizistin, Autor. Und was? Das Fahrzeug vor dir konnte einen ordnungsgemäßen Parkplatz finden. Okay. Ist stehen geblieben. Okay. Jetzt aber, oder? Ich habe vergessen, was du gemacht hast. Wie geht's? Ja, wie geht's? Moment. Zurück. Laufen lassen? Nee. Fahrer? Fahren? Ich glaube, du hast keinen Blinker. Ich habe sie angehalten, weil sie ihren Blinker nicht korrekt gesetzt haben. Ja, kann gar nicht sein. Ich möchte Ihren Ausweis und Versicherungsschein sehen, bitte. Bitte schön, Officer. Ja, du hast einen Stöpsel im Ohr. Darf man das? Kaya. Aha, okay. Hat keinen Waffenschein? Okay, die kann mich schon mal nicht erschießen. Also, vermutlich. Die war frech, aber... Sie bekommen einen Strafzettel wegen des unterlassenen Blinkens. $60 bis $150. So viel Geld habe ich nicht. Tja. Klingt wirklich wütend. Ja, bis später. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. War's okay? Ha! Fährst du mir in die Karre, dann gibt's direkt den nächsten Strafzettel. Ein China-Restaurant. Wer? Wo? Ich sehe leider nicht wo. Ja, okay, ich fahre ja schon. Hä? Oh. Ich habe einen Busch gerammt, also bitte. Du, ah, Gott. Es geht aber auch sehr schnell, wenn man hier nur ein bisschen zu schnell ist und dann Kurve gehen will.
Entschuldigung, Frau, was ist denn das hier? Okay, wir warten. Trinken wir noch einen Schluck Kaffee. Wer? Wo? Ich bin echt blind. Ich sehe es einfach nicht. Der da. Der da. Halt. Achtung, Achtung. Oh nein. Kläre den Unfall, in dem du verwickelt bist. Nein, ich habe keinen Unfall, in dem du eine Untersuchung durchführst und den Fahrern ihre Unfallberichte gibst. Denk dran, wenn du einen Unfall bearbeitest, den du verursacht hast, bekommst du keine Schichtpunkte für die Untersuchung. Aber du kannst Verhaltenspunkte verlieren, wenn du die Situation nicht richtig handhabst. Dies geschieht nur, wenn die entsprechende Option in den Spieleinstellungen... Okay. Nö, ist ja alles gut, ne? Ich muss da hinterher. Was hat er gemacht? Ich habe vergessen, was er gemacht hat. Räume die Unfallstelle. Oh Gott, warte. Ah, nee, Moment. Ich habe eine Unfallstelle. Achtung, Achtung. Uip, 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 uip. Drück einfach alles, was geht. Entschuldigung. Hi. Ja, mein Gott, das ist jetzt... Der Unfall tut mir leid. Der Schaden wird von der Versicherung der Polizei übernommen. Ich verlange, dass mein Wagen sofort repariert wird. Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis und die Fahrzeugversicherung. Klar, bitte sehr, Officer. Ja, wird man nicht frech. Kann einmal passieren. Hier ist Ihr Unfallbericht. Bitte begeben Sie sich zum nächstgelegenen Revier, um Ihren Fall einzureichen. Die Polizei von Brighton kümmert sich um den Rest. Es steht nichts in diesem Bericht. Hier ist auch nichts passiert. Ja. Das war's. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Okay. Hallo. Achso, ich bin nur bei. Sorry, hab's gleich. Oh, ich kann meinen Kofferraum öffnen. Bin schon weg. Dieses Fahrzeug hat eine rote Ampel überfahren. Hallo. Oh, oh, wie soll er das? Gott, oh Gott, oh Gott. Ich werde hier nie heile wieder zurückkommen. Das ist dein Parkplatz? Das ist dein Parkplatz? Willst du mich verarschen? Entschuldigung. Du hast eine rote Ampel überfahren. Ich halte sie an, weil sie über Rot gefahren sind. Nee, kann gar nicht sein. Wissen Sie das? Ich habe das gesehen. Führerschein und Versicherungskarte, bitte. Ja, natürlich, Officer. Solo, ja. Ah, wechseln. Oh, achso, Versicherungskarte. Viertürer ist ein... Das ist doch kein... Oder doch? Hab jetzt nicht geguckt. Ablaufdatum... Geburtsdatum, Kennzeichen, ich muss das Kennzeichen gucken. 1DVS. Habe ich jetzt nicht geguckt. Weißt du was? Steig mal aus. Steigen Sie bitte langsam aus dem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig. War das okay? 1DV, ja. Ja, sei schuld, wenn du halt im Busch parkst. Hallo, ja, ja, bleib hier. Bleib hier, ist alles gut. Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Das ist doch legit, oder? Weil... Person ist unter... Ich habe recht gehabt. 0,15. Wie viel darf man hier?
Naja, er hat ja was getrunken. Ist jetzt die Frage, ob er das darf oder nicht. Er hat die Ampel gefahren, das heißt, es ist eine Straftat. Wenn du unter Alkohol eine Straftat, also wenn du unter Alkohol einen Unfall, dann, also eigentlich darfst du ja jetzt nicht weiterfahren, oder? Wir tasten ihn auf. Ich werde sie jetzt abtasten. Hände hoch. Vielleicht ist da noch mehr, ne? Okay, das war okay. Ich. Nehmen Sie bitte langsam die Hände hoch. Ob der noch mehr Alkohol hat, weil vielleicht trinkt der weiter, während er dann einfach, wenn ich ihn jetzt weiterfahren lassen würde. War das okay? Ja, es war okay. Oh, der hat ein Taschenmesser und Wäschereirechnung. Okay. Also das bestrafe ich erstmal. Die rote Ampel. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des Fahrens bei Rot. Das kostet 120 bis 250 Dollar. Uiuiui. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Ja. Ich traurig zu sein. Der schwankt doch auch. Okay, jetzt warte mal. Also Fahrer. Nee, das war okay. Was mit dem Personalausweis? Kann ich den noch mal sehen? Ich möchte Ihren Ausweis und Versicherungsschein sehen, bitte. Bitte schön, Officer. Das ist doch hoffentlich okay, oder? So. Ablaufdatum geht noch. Geburtsdatum 92. Wechsel, das war auch noch okay. 19.04. Kennzeichen war nämlich auch richtig. Aber was ist jetzt mit dem Trinken? Mit was? Ich möchte dich gerne wegen... Du hast was getrunken. Also was? Wir machen auch noch mal einen Drogentest. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Weil dann nehme ich ihn fest. Ist das negativ oder ist das positiv? Hast du deshalb was gefunden oder nicht? Ich weiß es nicht. Ergebnisse THC und Amphetamin. Sag's mir. Sag's mir nicht. Kann ich währenddessen irgendwas gucken? Ist das er hier? Nee? 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 Ich denke, du... Nee. Hintergrundprüfung von und Dokumenten. Fehlender Führerschein gestohlen ist. Gott. Betäubungsmittel habe ich nicht gefunden. Ich habe nur... ist das Besitz von Alkohol? Da! Ich muss Sie wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss festnehmen. Bitte kooperieren Sie und gehen Sie auf den Bürgersteig. Was? Bitte lauf nicht weg. Paffen, du solltest den Gefangenentransport rufen, damit diese Person festgenommen wird. Okay. Wie tue ich denn das? Wo gehst du hin? Ich hoffe, ich habe den Stau hier nicht verursacht. Wie rufe ich denn den Gefangenentransport? Polizeicomputer? Ah, guck mal. Verurteilt wegen Raub. Parken auf Behindertenparkplatz. Zu weit vom Bürgersteig entfernt geparkt. Okay. Fahren mit getönten Scheiben. Wie kann ich die denn rufen? Nee. Leitfaden für gute Polizisten. Habt ihr sowas? Aktion. Ich habe schon wieder vergessen, wie es hieß. Ihre Schicht ist um. Ich weiß nicht, wie das geht. Ah,
Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Verstanden. Die nächstgelegene Einheit wird an ihren aktuellen Standort geschickt. Schicke Schuhchen hast du an. Hallo hier, Jungs. Ich bin gleich bei dir. Supi. Supi. Ich will mich um die verdächtige Person kümmern. Gott. Ich muss Sie bitten, zu kooperieren und mich zum Streifenwagen zu begleiten. Ich habe keine Wahl. Nee, außer auch nicht. Ist aber Schuld. Okay. Ihr kommt jetzt klar, oder? Ich muss jetzt nämlich nach Hause. Ach so, warte mal. Was ist hier mit dem Auto jetzt? Hier, das hier geht ist ja ein so Wagen, nicht. Der abgeschleppt werden muss. Schick bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Ein Abschlepper wird in ein paar Minuten eintreffen. Das war auch gut, oder? So. Ja. Oh Gott. Trennst du auf einmal so wie mir jetzt? Oh Gott, ey. Auf Straßenverkehr achten. Um die Zahlen gucken. Dass er auf einmal blinkt. Oh, jetzt sehen. Oder obwohl. Ich fahre damit ich. Wer? Hinterher! Das schaffe ich noch. Hallo? Hallo? Muss ich noch einmal hier machen. Er hat keinen Blinker gesetzt, ne? Sie haben keinen Blinker gesetzt. Ich habe gesetzt. Sie herausgewunken, weil Sie nicht geblinkt haben. Ich habe den Blinker gesetzt, aber er wurde wohl durch eine Lenkbewegung deaktiviert. Ja, ist ja nicht mein Problem. Ich hätte gerne Ihren Führerschein und wenn möglich die Fahrzeugversicherung, bitte. Okay, Officer. Bitteschön. Werd nicht frech hier. Okay, Ablaufdatum 21, wir haben doch 22. Die Person meidet den Augenkontakt. Verstoß bestrafen, Fahrer, der ist abgelaufen. Hier ist ein Strafzettel wegen Mitführens eines abgelaufenen Ausweises. Das kostet Sie zwischen 75 und 100 oder? Dollar. Sie vermiesen mir den Tag. Tja, du mir auch. So, und jetzt noch. Warte, wir sind noch nicht fertig. Und du hast nicht... Habe ich das schon? Nee, habe ich noch nicht. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des unterlassenen Blinkens. 60 bis 150 Dollar. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Tja, du warst frech. Und weißt du was? Verlassen Sie bitte bist Ihr nervös? Fahrzeug und kommen Sie auf den Bürgersteig. So. Okay, wir schauen nur nach, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Okay. Aber warum bist du nervös? Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Die Person ist unter Drogeneinfluss gefahren. Ah, okay. Plus ist... weißt du was? Dann... Arbeiten Sie bei der Durchsuchung bitte mit mir zusammen. Wer weiß, was du noch so für einen Dreck am Stecken hast. Ich muss sie durchsuchen, um festzustellen, ob sie etwas Illegales bei sich führen. Du hast doch bestimmt Bubatz dabei. Lassen Sie mich in Ruhe! Bleib stehen! Das war sogar richtig. So. Jetzt ist aber
flüchten. Sie sind festgenommen, da Sie vor einem Strafverfolger geflohen sind. Ja. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte, nein! Doch. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person zu finden. So, ich habe Feierabend. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Verstanden. Die nächstgelegene Einheit wird an Ihren aktuellen Standort geschickt. Muss ich auf euch warten? Fahr mich nicht um. Ich werde gleich bei deinem Standort sein. Ja, du bist doch schon hier. Wo gehst du hin? Ich übernehme die verdächtige Person, Partner. Okay, gut. Bitte kooperieren Sie. Ich mache doch mal Feierabend, ne? Ich lasse das Fahrzeug hier noch abschleppen, weil das kann ja nicht einfach einen Parkplatz blockieren. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ui, ihr seid ja auch schnell hier. Ja, fein. So, kann ich jetzt bitte Feierabend machen? Tschüss. Selber schuld. Oh Gott, bitte bau keinen Unfall jetzt kurz vor Feierabend. Ist das da oben mein Revier? Hoffe. Gleich sind wir da. Gleich sind wir da. Gleich. Oh, nein, keine Laterne mitnehmen. Nee, ist mir jetzt egal. Ich habe jetzt Feierabend. Wo ist mein Revier hier? Ist das hier mein Revier? No Parking Zone. Nee. Wo? Ja. Ist das mein Revier? Nee. Hier wird doch vorhin irgendwo... Ach, da. Das wusste ich natürlich. So, ich hoffe, ich habe nicht zu viele Überstunden gemacht. Wo ist denn mein Platz? Ah. Tada! Verkehr, was habe ich da falsch gemacht? Strafe für verlorene VP-Verhaltenspunkte. Einsatz Raser melden, okay. Auslösung Radarpistole, yeah. Fotokamera. Fotoknips. Ja, okay. Ich würde jetzt gerne wissen, was ich da gemacht habe. Aber ey, alles andere, ne? Aber hier, was war es immer? Social Points? So, ich bin halt nicht sehr sozial. Unrechtmäßig Fahrzeug anhalten, finde ich jetzt nicht. Aber ansonsten, hier also, ne? Ich finde, ich habe das sehr gut gemacht. Der Spieler verursacht einen Unfall. Aber nichts passiert. Ein neuer Tag im Büro. Ja. So, liebe Leute, wenn ich auf die Zeit gucke, sind wir wieder am Ende der Folge. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Ich finde, das ist ganz, ganz interessant, ganz lustig. Und ja, dann Dankeschön fürs Zuschauen wie immer und bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt mal Kuchen essen. Tschüss. Thank you.